Herzlich willkommen zurück zu Let's Wimmel Jack the Ripper Letters from Hell. Und ja, ich bin der Alex und immer noch bei der Steffi zu Gast. Juhu! Ja, ich würde sagen, wir begeben uns hier gleich mal in Richtung Heimat, oder? Ja, ich denke mal, es geht jetzt in die Kutsche, genau. Ja. Oh, ein neues... Das gibt es nicht. Doch, bei Roller. Alle diese Schafe blockieren die Straße. Ich muss hier weg. Okay. Ach, das sind Schafe von oben. Okay. Ein Sliding Blocks Spiel. Oh. Ja. Verschiebe die Elemente, um das helle Objekt hervorzubringen. Wenn du es schaffst, gewinnst du... Ja, die Hinweise interessieren dich. Wir dürfen jetzt Schafobjekte verschieben, um die Kutsche durchzumanövrieren. Sehr geil. Ja. Mhm. Eine einfache Version, nein, brauchen wir nicht, ne? Passt schon. Okay, ja, überspringen brauchen wir auch nicht. Ich denke, das wirst du hinkriegen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das machen muss. Also das sind die einzelnen Segmente, oder was? Mhm. Und das ist ein Schiebepuzzle. Mhm. Wo müssen wir denn hin? Das ist die Frage. Also da, in die Gasse rein rechts. Ich glaube, wir müssen in die Gasse. Ja. Es hieß ja irgendwas mit dem hellen Objekt. Dann schieb den über dir mal nach oben, den Block. Ah, so geht das. Okay, alles ja, klar. Ja, mach das mal, den Dreier dann nach... Ja, mach... Ja, den Dreier nach rechts. Nach links, Entschuldigung. Nein, ganz links durch. So. Dann den mal nach oben. Na. Dann die Kutsche ganz rüber. Du müssen da durch. So, jetzt den nach unten. Dann den nach links. Und sind wir schon fast da. Ja. Ich mach alles, was du sagst. Jetzt schiebst du die Kutsche hoch. Halt. Ah, verdammt. So. Nee, so, ja, okay, ja, genau. Ja, so, es ist aber geschafft. Und sehe, Mephisto spielt Warhammer. Das ist gut zu wissen. Uff, ich dachte schon, ich würde als Schäfer enden. Das war ja auch sehr schwer. Ja, verdammt, das hakt immer. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, aber ich muss mit meinen Nachforschungen weitermachen. Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir da so eine Rätselabwechslung haben. Mhm. So, wahrscheinlich muss ich jetzt hier draufklicken, oder? Denke mal, was soll man sonst machen? Wohin gehe ich jetzt? Man hat mir gesagt, dass George Yard ein eher schlecht besuchter Ort ist. Es würde mich nicht wundern, dort eine Spur zu finden. George Yard sagt mir jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, auch nicht, nee. Aber dann werden wir uns jetzt da mal weiterbilden und mal gucken, was George Yard wartet. Ja. George Yard, auch bekannt als der stadtbekannte Treffpunkt der Diebe. Aha. Ich verstehe warum. Dunkel, eng, der perfekte Ort, um solche Verbrechen zu begehen. Ich bin sicher, dass es hier Spuren der Taten gibt. Ja, da bin ich mal gespannt. So. Spuren der Spaten. Ich habe das Rasiermesser gefunden. Ja. Und da leuchtet was. Das ist ja wahrscheinlich... Ja, gut. Okay. Schirmmütze, da ist die Maske. Ach, das soll eine Maske sein. Ja, genau, eine. Wir brauchen noch eine. Das ja, ist die zweite. Ja, hier vorne rechts. Genau, wollte ich sagen. Und der Revolver ist da unter dir. Bei dem Brett. Mhm. So. Das ist der Jutesack, oder? Ja. Ich muss erstmal die ganzen Sachen lesen. Ja, das ist immer bei Wimmelbildspielen, dass man sich erst die Worte einprägen muss und dann suchen geht. Ist das der Umhang da hinten in der Mitte? Das da? Ja. So. Die Handtasche ist auf dem Fass. Und der Schal hängt oben an der Laterne. Genau. Also Brecheisen habe ich auch. Ist das so ein Halbhandschuh? Gibt es noch extra? Aha. Was ist denn ein Halbhandschuh? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, das ist einer ohne Finger, ne? Also, ja, das kann sein, ja. Geldbeutel, ist das links der Geldbeutel? Dieses, das hier? Das, ja. Nein, das war die Schirmmütze. Das war die Schirmmütze. Okay. Nehmen wir auch. Das Messer sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Messer und Stifte und Lineale kleben immer ganz gerne irgendwo am Rand. Wo man es dann gleich über. Ist das hier rechts das Messer, das ganz große? Da, nee, wo die Maske dran. Nein, nee, das hier Maske ist das Messer. Hängen. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Weil du gerade gesagt hast, rechts. Also im Fußabdruck ist rechts. Nee, links. Und rechts ist der andere. Ja, ach so, ja. Ich habe den rechten gesehen. Halbhandschuh und Geldbeutel, ja. Ich glaube, das da links ist der Halbhandschuh. Dieses weiße, das da. Das da? Ja. Nein, das war der Geldbeutel. Das war der Geldbeutel, geil.
Gerüst ist dieser Halbhandschuh. Das weiß ich hier vorne nicht, ne? Das hier, das, nee. Das? Doch. Doch. Aha, sah aus wie ein Handtuch. Brrr. Welch gruseliger Ort. Ich beeile mich besser, von hier wegzukommen. Ja, was wollte er? Er ist jetzt einfach nur hingegangen, um ein paar Sachen zu sammeln. Aha. Mhm. Uff. Hier fühle ich mich sicherer. Schade, ich muss wieder dieses Viertel in dieses Viertel kommen, wenn ich mit meinen Nachforschungen weiterkommen will. Ja. Das war jetzt sehr wichtig. Es war ziemlich unlogisch jetzt, ne? Ja, ein bisschen. Was hat uns das gebracht? Nichts. Weiß nicht. Es ist ein Videospiel, wir hinterfragen da keine Logik. Ich habe gehört, dass sich eine seltsame Gestalt in der Nähe Hanbury Street herumtreibt. Könnte es sich hierbei um den Prostituiertenmörder handeln? Los geht's. Da oben, ne? Ja. 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 Man kann nicht sagen, dass die Stimmung angenehm ist. Ja, muss sie ja auch nicht. Man könnte glauben, dass die Einwohner dieses Viertels Gefallen daran finden, diesen Ort in diesem Zustand zu erhalten. Obwohl es schon genügend würde, ein wenig die Abfälle aufzusammeln. Was machen wir jetzt? Wir sammeln 15 Abfallhaufen auf. So, diese schwarzen. Ja, gut, das ist ja. Ja, diese eins. Ja, fang, ich wollte gerade sagen, die sieht man ja erstmal. Fang mal an. Zwei sind noch im Fenster. Einer ist links, da neben, neben den Karren da hinten, ja. So, jetzt der eine fehlt jetzt wieder. Wie beim Schaf, da war auch einer übrig. Den finden wir auch schon gleich, ganz so schwer ist der nicht. Tü-tü-tü. Tüdelüt. Da vielleicht? Nee. Ja, ist ja die Frage, wie groß der ist, ne? Ja. In den Fenstern ist, glaube ich, nichts. Also, wenn ich zoomen soll, dann sag's. Kannst du gerne. Vielleicht auf dem Dach oder so? Ne, da sehe ich eigentlich keinen Abfallhaufen. Geh nochmal links in die Ecke unten. Das da vorne ist kein Müll, ne? Das ist eine Maus. Das ist eine Ratte. Ist okay. Ja. Aber da sind schon wieder so viele Ratten. Wahrscheinlich dürfen wir gleich noch 15 Ratten finden oder so. Ha. Ich meine, ein Abfallhaufen, der dürfte ja nicht so klein sein. Ne? Ja, vor allem die anderen hat man total schnell gefunden. Und jetzt hängen wir wieder am letzten. Da unter der Karre, beim da, Ratten. Ja. Ja, war ein bisschen untergegangen, vom farblich. Arr. Die Polizei, ich mag sie nicht. Sie sind schurkenhaft, niederträchtig und außerdem furchtbar. Na. Was kann ich... Hä? Na, habe ich gesagt. Was kann ich tun? Was soll ich machen? Nein. Flüchten oder versuchen, mit diesen Gestalten in Kontakt zu treten? Was sollen wir jetzt tun? jetzt können wir flüchten oder reden? Reden, oder? Was so. Meinst du? Ja, ich würde auch reden sagen. So, so. Herr Bird? Ja, der bin ich. Darf ich mich vorstellen, Inspektor Eberlein von der Metropolitan Police aus London? Was kann ich für Sie tun? Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ihnen ist bekannt, dass eine junge Prostituierte ganz in der Nähe von Bucks Row getötet wurde. Ich habe in der Tat von solchen Taten gehört. Zeugen sind Ihnen in der Nähe des Tatorts nur wenige Stunden vor der Tat erschienen. Um die Richtigkeit dieser Zeugenaussagen zu überprüfen, würde ich Sie bitten, unsere Fragen zu beantworten. Ach du Scheiße. Wenn es sein muss. Jim. Unsere Untersuchungen führen uns zu der Annahme, dass der Kriminelle teuflischer Natur ist. Es scheint, dass es dennoch an diesem Abend Elemente gab, die uns von diesem satanischen Individuellen wegführen. Schafe. Ja, und die möhren gerade total. Ist Ihnen etwas aufgefallen, dass eine solche Gestalt auf Distanz gehalten haben könnte? Hä? Ach, auf Distanz gehalten haben könnte. Ja, wahrscheinlich. Moment. Ich glaube, jetzt haben wir nicht viel Zeit. Ich dachte echt, wir müssten jetzt 25.000 Schafe anklicken. Okay. Knoblauch ist hier vorne. Ne, brauchen wir gar nicht. Also, wir brauchen Spiegel, Bälle und... Oben links ist ein Spiegel. Da. Ne, da.
Noch ist echt noch Zeit? Das weiß ich nicht. Da ist noch ein Kreuz. Mit an der, ja, genau. An der Kirchenspitze. Nee, nein, das war keins. Ach so, an der... Ja, ja. Oh Gott, jetzt kommen noch Bibeln dazu. Ist das echt Zeitdruck? Nee, ich glaube nicht. Aber die Schafe blöken. Da ist ein Kreuz über der Frau. Ja, ich sehe es gerade. Über der Frau hängt ein Kreuz. Spiegel, Bälle und Bibeln. Die Bälle haben wir noch gar nicht, ne? Ich sehe aber einen. Da links. Neben der Kutsche ist ein Ball. Wieso überhaupt Bälle? Ach, da. Das war ein Spiegel. Ach, das war ein Spiegel. Weihwasser, okay, das erkenne ich ganz gut. Das ist das, was gerade sagen. Das hätte ich auch gedacht. Und drei. Gleich kommt bestimmt auch Knoblauchkränze. Ja, genau. Ich sehe drei Stück. Da. Achso, das ist schon einer. Und unten links, okay. Da ist noch einer. Silberne, was ist denn damit gemeint? Ich habe keine Ahnung. Da kommen bestimmt auch noch Flaschen dazu. Kannst du einmal zoomen, bitte? Okay, wir hätten einen Kuchen. Warte mal, da ist nochmal Knoblauch? Ach, das ist der Knoblauch gewesen. Ah, okay, dann nur noch Bibeln und Bälle. Was für Bälle? Ah, verdammt. Ich sehe immer, ja, Bälle und ich sehe auch keine Bibeln. Ja, ich hatte ja schon zwei. War das ein? Ja, ich habe die gar nicht erkannt so schnell. Ich weiß. Ja, die war vorne dran gelegen, glaube ich. Da ist eine. Das ist eine Bibel, okay. Dieser Hammer mit diesem Bibel. Und da ist auch die dritte drin. Bibel. Nee, wir brauchen nur noch die Bälle. Da ist jetzt nichts mehr. Soll das die vielleicht sein? Weil ich sehe da drei Stück von. Hammer und. Aber es sind doch keine Bälle. Nee, aber. Nee, hat auch jetzt nicht. Oder sehe ich drei Stück von? Na gut. Ja, ich sehe auch Flaschen und so, aber die waren jetzt Flaschen nicht auch, ja. Silberne Bälle. Das soll bestimmt Kugeln sein, Balls. Da haben sie das Patronen oder so, meinen sie bestimmt. Ich glaube, das ist eine blöde Übersetzung. Also Silberkugeln wahrscheinlich, so Patronen meinen die, glaube ich. Ja, aber Patronen heißen ja nicht Balls im Englischen. Nee, aber ich, ja, irgendwie ist das eine komische... Silberne Bälle. Die Schafe sind übrigens tatsächlich total doof. Also man hört richtig, dass das Menschen gemacht haben. So bäh, bäh. Ja. Ja. Wenn ich wüsste, wie einer aussieht, ne, dann finden wir wahrscheinlich den Rest auch. Geh nochmal ganz links rüber, bitte. Ist das da im Korb? Nee, ne? Nee. Es sind die Flaschen gemeint. Okay, die ja. Okay, da halber, ja, unten rechts vor dem Schaf. Und oben rechts ist noch einer da, ja. Kommt noch was? Nee. Bälle. Also das war wirklich nicht sehr schwierig. Da gebe ich dir recht. Ja. Wie heißen wir nochmal, Bird? Ja. Ich habe auf Ihre dumme Frage geantwortet. Kann ich gehen? Noch nicht. Mir bleibt noch ein kleines Detail, das ich mit Ihnen klären möchte. Sie behaupten, die Örtlichkeit mit einer Kalesche verlassen zu haben. Könnten Sie sagen, welche Farbe der Innenbereich dieser Kalesche hatte? Rot. Rot, dachte ich jetzt auch, ne? Mhm. Wobei ich den Begriff Kalesche nicht kannte. Sie könnten mich mit Ihren dummen Fragen aufhalten? Wenn Sie nichts dagegen haben, ich muss jetzt gehen. Ich habe zu tun. Anscheinend hatte er nichts dagegen. Endlich zurück. Bin ganz zufrieden, nicht mehr mit diesen idiotischen Polizisten zu tun zu haben. Es wäre an der Zeit, dieser kriminellen Geschichte eine etwas schmutzigere Wendung zu geben. Oha. Wie soll ich vorgehen? Was soll ich jetzt tun? Und wenn der Mörder ein boshaftes Vergnügen daran finden würde, Briefe an die Polizei zu verschicken, in denen er seine Verbrechen beschreibt... Die Leser lieben diese makabren Details. Ich muss alles zusammentragen, was man braucht, um Briefe zu fälschen. Oh. Oh lala. Okay. Federschere, Lupe, Pinzette. Rechts ist die Lupe, unten rechts ist die Schere. Und rechts ist die Lupe. Ach, wieso? Das war zu weit rechts. Ja, rechts ist die Lupe, unten rechts ist die Schere. So. Feder, Pinzette, Feuer, Zange. Da ist die Zange? Ja, genau. Feder bitte.
Das Problem ist, ich kann mich halt immer nur auf ein oder zwei konzentrieren. Ja, genau. Ich denke auch mal, was suchst du jetzt als erstes? Das ist der Spiegel. Nee, ich dachte, das wäre die Pinzette gewesen, okay. Nee, das war ein Spiegel. Ist das... Ja, nee. Ich überlege gerade, was für ein Feuerzeug das ist. So ein Zippo oder... Ich weiß ja nicht, wie das hier aussieht. Naja gut, wir sind eigentlich im Jahre 1888. Also es wird jetzt kein elektronisches... Was ist denn ein elektronisches Feuerzeug? Ja, diese Plastikdinger, wo du einfach nur drauf drückst. Und die sind elektronisch? Ja. Die heißen elektronisches Feuerzeug. Tatsächlich? Ja. Das ist gar nicht was daran elektronisch. Okay, Tintenfass, ist das bräunliche da oben auf dem Schrank neben dem Buch? Unter der Karte? Ach, im Schrank, unter dem Buch, neben der Karte? Der Karte, ja? Nee. Das ist nicht das Tintenfass. Das war das Tintenfass. Da ist das Feuerzeug rechts, glaube ich. Neben dem weißen Papierhaufen. Da, links daneben. Da, links daneben. Da. Ich glaube, das hier ist die Pinzette, ja. Und die habe ich gar nicht gesehen, okay. Ja, die war schwer zu erkennen. Flasche mit Alkohol. Die Feder ist übrigens unten links an dem gelben Karton. Oh ja. Da liegt auch eine Schachtel Zigaretten. Ja, die würde ich sofort nehmen, aber... Flasche mit Alkohol und Löschpapier. Ist die Chemikalie der Alkohol bei dem Stuhl unterm Tisch? Da links, diese weiße Chemikalie? Nein. Ich glaube, eins davon ist Alkohol. Das hier vielleicht? Nee, das hier ist Wasser. Das ist 5 Uhr. Ja. Das ist der Alkohol, mein Feuerzeug. Mein Feuerzeug, was ich eben hatte, ist der Alkohol. Da warst du gerade drauf, da. Ja. Löschpapier, jetzt kommen die Zigaretten. Löschpapier müsste eigentlich das Weiße sein, wo du die Pinzette drauf gefunden hast, oder? Das hier? Nee. Nee, ist es nicht. Habe ich gerade angeklickt. Okay. Das hier vielleicht? Nee, oder das? Auch nicht. Schale. Schale könnte... Nee. Da rechts sind doch mehrere Schalen. Da. Eine davon. Da ist der Pinsel. Nee, das war das Feuerzeug. Ja, aber die Schale haben wir immer noch nicht. Ist wahrscheinlich... Nee. Das hier? Da oben, ist das der Kleber? Das war der Klebertopf war das Weiße. Das ist aber, die Schale habe ich aber, die ist weiter oben. Da in dem Bogen, da. Da genau, nein, in dem linken Bogen ist die Schale. In dem linken. Ach, ja. Pinsel und Löschpapier. Löschpapier müsste eigentlich das Rötliche auf der Zeitung sein. Ja, das hatte ich schon mal angeklickt, das war es nicht. Daneben das Rötliche. Das. Auch nicht. Pinsel. Pinsel kann jetzt natürlich sein, dass der auch wieder irgendwo an der Seite klebt. Hier zum Beispiel. Nee, doch. Das ist er, okay. Das war der Pinsel. Fehlt doch das Löschpapier. Das Löschpapier. Ja, jetzt weiß ich ja nicht, ist das einfach nur so ein Papierbogen oder soll das irgendwo vielleicht in der Schachtel drin sein oder... Müsste ja eigentlich so ein bisschen farblich sein, das Papier. Ja, so kennen wir das Löschpapier. Ich weiß ja nicht, wie die das darstellen. Ist das da unten der Zettel, der wo du gerade warst? Da hängt so ein Zettel unter dem... Da hängt ein Zettel hervor. Ist das ein... Wo hängt da ein Zettel vor? Unter dem Gewicht, was das ist, hängt ein Zettel nach rechts raus, da. Oh, das ganze Teil. Das ist so eins, was man so wie so ein Stempel so drüber rollt. Ich brauche noch Briefmarken. Wo habe ich bloß meine Sammlung hingeräumt? Die Schublade öffnen. Da. Okay. 14 englische Briefmarken. Ja, das ist doch dein Job. Okay. Schon vor gleich ins Klo gegriffen. Das ist eine englische Briefmarke. Du musst nur danach gucken, wo Queen Elizabeth drauf ist. Es gibt aber auch welche ohne Queen Elizabeth. Ja, aber ich glaube nicht, dass danach gefragt ist. Ja, aber dann sind schon fast alle weg. Nee, also es sind so blaue Briefmarken sind es. Und da wenn man welche wegklickt, dann tauchen da drunter welche auf. Da unter dem, da, genau. Das war keine. 5 brauchen wir noch. Da links ist, glaube ich, auch eine blaue. Das ist, die hier war jetzt zum Beispiel lila, aber man hat es erkannt, dass es Elizabeth ist. Oder Victoria wahrscheinlich in dem Fall eher. Die rote unter der 300 da rechts? Diese rosa. Die da unter oben? Der 3. Nee, rechts unter der 300. Die grüne 300. Da unter ist so eine rosa. Eine Ach, große. Grüne 300. Da drunter ist eine rosa. Ne? Die da. Nee. Nein, da drüber. Die rot. Da. Nee. Auch nicht. Okay. Da ist noch eine.
jetzt noch. Drei Stück. Okay, noch zwei. Eine. Mein Handy hat geputzt. Ich war's nicht. Wir haben das alle. Schön, was will denn mit so viel Briefmarken? Ach, das ist ja schwer. Ja, Briefe fälschen, okay. No. Gesundheit. Danke, das kommt nach unten rechts, das Große. Moment. Ich will erstmal das hier drehen, das macht mich ganz wuschig hier. So, aha. Normalerweise ist es ja kein Problem, man muss ja erstmal nur die Ränder... Das ist ganz einfach. Ja. So, du musst das noch drehen und das rechts halt, musst du auch noch drehen. Das muss ich drehen, so. Ja, anders. So, und das da drunter aufdrehen. Moment. Es ist ein sehr schweres Rätsel. Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich da mal anfangen soll. So. Das kommt nach links. Genau, den drehst du auch noch zweimal. Moment. Ja, haben wir es gleich. Genau. Und das, genau, und jetzt drehst du die nochmal. Also verwechselst die. So. Jo. Australia. Das wäre erledigt. Diese dummen Polizisten werden mir schon auf den Leim gehen. Ich glaube aber, das werden sie erst in der nächsten Folge tun. Und ich werde einen Artikel über diese Briefe schreiben, der die Auflagen in die Höhe schießen lässt. Ach so. Okay, die zwei gefälschten Briefe, die werden uns hier schon leuchtend markiert. Ja, die sammle ich doch schnell ein. Genau. So, was wir damit machen, erfahren wir im nächsten Part. Genau, da gehen wir dann zurück zum Schauplatz. Bis morgen. Ciao.